Bruno Maschaibu. Ein Wahnsinnsspiel. Am Ende habt ihr noch mit 3-2 gewonnen. Wie ist momentan deine Gefühlslage? Ja, überragend. Ich meine, wir haben alles gegeben und am Ende wurden wir auch dafür belohnt. Ich meine, es ist immer geil, wenn man so ein Spiel noch gewinnt. Ist einfach überragend. Wie weit ist der Sieg jetzt auch wichtig für den Kampf um den Klassenhalt in der dritten Liga? Wir müssen jetzt das positive Ergebnis mitnehmen und den Aufschwung. Ich meine, am Ende jeder hat gefightet und wenn wir das selber abrufen am Samstag, dann werden wir auch unser erstes Auswärtsspiel nach langer Zeit wieder gewinnen. Was sagt einem der Trainer in der Kabine nach so einem Spiel? Das ist sowas, das sind solche Spiele, auf die man immer gewartet hat und wir hoffen, dass das jetzt der Durchbruch sein wird und ich meine, solche Spiele, die gibt es nicht allzu Tage. Danke dir und viel Glück in Darmstadt. Danke. Patrick Ziegler, ein Wahnsinnsspiel, noch mit 3-2 gewonnen, schöner Pokalfight. Wie ist im Moment deine Gefühlslage? Ja, super. Wenn man natürlich 2-0 hinten ist und 3-2 gewinnt, dann das ist natürlich viel besser als ein 1-0, muss man sagen. Aber gut, die erste Halbzeit, denke ich, war nicht so schlecht eigentlich. Gut, dann haben wir halt die Tore nicht gemacht, kriegen durch den Weitschuss das 1-0, das war natürlich bitter. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir halt ein paar Konter gekriegt. Und ja, deswegen war das dann nur noch Kampf am Schluss, dass wir dann, und das haben wir dann moral bewiesen. Wie weit hilft euch dieses Pokalspiel jetzt auch für den Kampf um den Klassenhalt in der Liga? Na klar, gibt brutale Moral. Also wenn man dann 2-0 gegen Regensburg, die ja oben mitspielen, das noch gebiegt, also umbiegt, dann ist es natürlich super Moral. Und jetzt müssen wir das mitnehmen nach Darmstadt und dort möglichst 3 Punkte holen. Danke dir. Stefan Riederer, Wahnsinns Pokalfight, noch 3-2 gewonnen gegen Regensburg, glaub, 3 Tore in 20 Minuten. Wie ist im Moment deine Gefühlslage? Ja, gut, wir sind natürlich extrem glücklich, dass wir das noch rumgebogen hatten. Ich habe ganz ehrlich nach dem 2-0 gedacht, das wird nicht mehr so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Haben dann Glück gehabt durch ein Abseitstor, dass das nicht gegeben wurde. Auch der Schweine hat eine Riesenchance gehabt zum 3-0 und da haben wir eigentlich gemerkt im Spiel, da ist noch was drin. Wenn uns die nicht tot machen, dann müssen wir schauen, dass wir nach vorne dann drauf gehen. Und es ist dann Gott sei Dank am Schluss noch glücklich für uns ausgegangen. Inwieweit gibt euch dieses Pokalspiel jetzt Auftrieb in der Liga? Ja, ich hoffe sehr. Also ich glaube, man hat gesehen, was mit Wille alles möglich ist. Dass auch wenn man 2-0 Rückstand, dass man immer noch aufholen kann. Gerade auswärts müssen wir jetzt mal ein Zeichen setzen, weil wenn du jetzt in Darmstadt nichts holst, dann wird es langsam eng. Gott sei Dank haben die anderen heute für uns gespielt, die Nachholspiele. Aber wir müssen heute genauso am Samstag genauso auftreten wie heute die letzten 20, 25 Minuten und dann kriegen wir auch da was mit. Was hat euch der Trainer nach diesem Spiel in der Kabine gesagt? Ja, wir waren natürlich hochzufrieden, hat uns gelobt, weil wir einfach nicht aufgegeben haben, dass man, wie gesagt, schon mit Wille alles wettmachen kann, auch 2-0 Rückstand. Und ja, zwar kein freier Tag jetzt, weil es am Samstag später losgeht, aber wir sind hochzufrieden und fahren mit zuversichtlich nach Darmstadt. Danke dir. Ja, erstmal Glückwunsch fürs Weiterkommen an die Spielvereinigung. Für uns ist es natürlich heute eine sehr bittere Niederlage. Wir haben bis zur 60. Minute 2-0 geführt und bis zur 60., 70. Minute auch ordentlich gespielt, dass es hier schwer wird, wussten wir. Mit den 2 Toren haben wir eigentlich gedacht, wir sind auf der Siegerstraße. Dann kommt das 2-1 nach dem weiten Einwurf, wo wir einfach Standard schlecht verteidigen und das ergibt den Anschlusstreffer. Mit dem 2-1 hat man gemerkt, dass für die Spielvereinigung noch alles drin ist und wir sind dann zu tief geworden. Wir haben dann wenig eigenen Ballbesitz mehr gehabt und dann haben wir die Möglichkeit zum 3-1 durch den Tobi Schweinsteiger, muss er machen. Wenn er das macht, ist erledigt, dann machen wir das 3-1 und aus unerklärlichster Weise pfeift der Schiedsrichter das in meinen Augen zurück und mit dem 3-1 wäre das Ding hier erledigt gewesen. So kommt es dann, dass der Schiedsrichter Handspiel gibt, nachdem unser Spieler den Ball klären will. Aus der Situation entsteht das 2-2. Will man es auch nochmal im Fernsehen ansehen, aber Michi Hoffmann, weiß ich nicht, ob da ein Gegenspieler noch gegen ihn läuft. Auf jeden Fall aus dieser Standardsituation fällt es 2-2 und dann haben wir gemerkt, dass meine Mannschaft verunsichert war und dementsprechend hat Unterhaching nochmal alles nach vorne geworfen und unsere Unsicherheit ausgenutzt mit dem 3-2. Man hat schon gemerkt, dass Unterhaching zum Schluss frischer war und da aggressiver war und die Chance, die sie gewittert haben, dann auch unbedingt nutzen wollten und dementsprechend haben wir dieses Spiel hier unerklärlichsterweise nach einer 2-0-Führung noch 3-2 verloren, aber sieht man, was im Fußball ist möglich ist. Danke. Ja, wir wussten, dass Regensburg nach 3 Niederlagen in der Liga hintereinander ein bisschen verunsichert war. Die Möglichkeit wollten wir auch nutzen und von Anfang an eigentlich nach vorne spielen. Haben eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht, bis wir ein bisschen in die Gänge gekommen sind. Dann hatten wir die ersten Großchancen, die haben uns sehr gut rausgespielt, konnten die leider nicht nutzen. Die Chance von Amar Scheibu und Niederlechner.
Und ja, völlig aus dem Nichts durch einen Fehlpass von Yannick Thiel, der später das 3-2 gemacht hat, ist Regensburg dann in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit war es dann ähnlich, dass bis 2-0 Euro gefallen ist nach einem kapitalen Fehlpass wieder von Michael Fitzdom. Und so war man praktisch dann total im Hintertreffen. Und ja, ich habe wirklich fast nicht mehr daran geglaubt, dass wir das Spiel noch drehen können. Kompliment an die Mannschaft, dass sie immer weiter an sich geglaubt hat. Wir haben mal dann das gemacht, was wir nochmal nicht versuchen. Wir haben immer nur noch hoch und lang gespielt, versucht auf die zweiten Bälle zu gehen. Und das hat dann den Erfolg gebracht. Und ich gebe meinem Kollegen recht, der Anschlusstreffer hat bei uns nochmal so einen Schub ausgelöst. Und dann haben die Jungs sich dann im Rauschrang gespielt. Wir hatten sicherlich Glück mit der Schiedsrichterentscheidung, wenn es, ich glaube, dass die Entscheidung richtig war, da auch Kompliment, weil wenn das 3-1 für Regensburg passiert wäre, ich denke, dann wäre es spielgegessen gewesen. Aber sonst, aufgrund der ersten Halbzeiten, aufgrund der Art und Weise, wie wir versucht haben, Fußball zu spielen, die Chancen rausgespielt haben und die Gegner eben halt nur durch Fehler von uns profitiert hat, finde ich, dass das Ergebnis auch absolut verdient ist. Dankeschön.